Haben Sie es gesehen? Was wisst ihr zwei über die ganzen Hasen? Nichts. Der alte Mann wollte nicht, dass jemand reingeht, also haben wir es ihm nie gesagt. Es gibt sogar noch mehr davon. Wo? Im verlassenen Leuchtturm. Der ist direkt an der Klippe. Wollen wir hingehen? Ich habe die Schlüssel. Dahin sollt ihr natürlich auch nicht gehen, oder? Erinnert mich daran, euch zwei niemals in Nias Wohnung mitzunehmen. Also, wollen Sie zum Leuchtturm? Es ist ganz schön kalt draußen, aber... Tja, ich würde sagen, wir gehen zum Leuchtturm, oder? Weil hierbleiben und auf die Maschine warten, ist ja langweilig. Gehen wir hin. Aber, na gut. Vielleicht erfahre ich dort mehr über diese Hasen. Lasst uns den alten Leuchtturm ansehen. Schön. Im Haus sind wir ja sowieso durch, also hier können wir ja auch gar nichts mehr uns anschauen. Nee, da will ich gar nicht rein. So, und dann werden wir mal schauen, was wir dort am Leuchtturm Schickes finden können. So, Leuchtturm haben wir hier drüben gesehen. Na, lauf mal. Mit der Steuerung ist manchmal ein bisschen hakelig, da muss man immer sehr direkt irgendwo hindrücken. Da ist er. Wir müssen Richtung Straße und dann auf den anderen Weg, um dorthin zu kommen. Anderen Weg? Tja, meinen Fallschirm habe ich leider vergessen. Oh, wie lustig. Okay, schade, ich dachte, wir können hier gleich irgendwie direkt gehen, aber sieht offenbar nicht danach aus. Na gut, dann müssen wir wahrscheinlich den ganzen Weg bis vor zum Auto wieder zurücklaufen. Lässt sich ja nicht ändern. Aber geht ja relativ fix, soweit war das ja auch nicht bis dahin. Von daher passt das schon. Und die Eichhörnchen-Gang ist auch wieder da. Yay! Oh nein! Mein ultra cooler Strandball! Jemand hat ihn kaputt gemacht! Sowas? Wer macht denn sowas? Ich fand ihn eh blöd. Aber es war der beste ultra coole Strandball, den ich je hatte. Oh, er kann nur so gemein sein. Pass auf, ich kauf dir einen neuen. Nein, bloß nicht! Echt? Sicher doch, aber jetzt müssen wir erstmal weiter. Gut, dann müssen wir jetzt also um das Geheimnis des seltsamen Steins, der auf einmal die Luft verlor. Es ist ein seltsamer Strandball von Tommy. Und die Eichhörnchen-Gang begleitet uns. Yeah! Es qualmt. Nee, wirklich. Welcher Blödmann hat das Auto geschrottet? Ich weiß nicht. Ja, ich nicht. Es ist ziemlich dunkel draußen. Habt ihr keine Angst? Natürlich nicht. Wir vertreiben sie mit Rollenspielen. Okay. Was? Tommy ist ein super starker Ritter und ich bin eine mächtige Magierin. Ja, wir vernichten das Böse! Oh, das ist, toll. Spielen Sie auch Rollenspiele? Ja, im Bett. Nein. Nein. Sie ist nicht cool genug dafür. Hey, ich könnte, wenn ich wollte. Seht nur zu. Okay, mit dem Auto können wir da was machen? Eine brandheiße Karre. Aha, was ein wahnsinniges Wortspiel. Wer hat das Eichhörnchen platt gefahren? Auch nicht ich. Das ist sogar richtig. Können wir denn hier die Straße lang gehen? Ah nee, hier ist der Feierabend. Aber warten wir einfach mal so auf dem Auto. Nein, natürlich nicht. Die armen kleinen Kinder. Was haben wir hier eigentlich? Weg zum Haus der Wilds? Ach, hier drüben ist noch ein anderer Weg, okay. Aber es wird ja auch nicht angezeigt, wo lang man gehen muss, ne? Also so richtig klar ist es eigentlich nicht. Und ich finde die beiden auch ganz sympathisch mit ihren Fantasy-Aversionen. Sehr gut. Ein goldenes schlafendes Eichhörnchen. Na sowas. Gehen wir mal hin. Oh, ein Eichhörnchen.
Aha, sollen wir sogar, okay. Anfassen, wirklich? Ich finde auch interessant, es schläft noch, obwohl wir direkt daneben stehen. Oh nein, ist das ein schreckliches Hörnchenmon, wirklich? Wirklich? Das ist geil. Schön. Keine Angst, Kinder, ich werde euch beschützen. Hä? Das ist cool, das gefällt mir. Wir greifen natürlich an. Vulkanischer Sprungtritt. Wirbelwindwatsche. Armageddon-Faust. Schuh. Lautstärke des Kampfschreis. Laut. Lauter. Episch. Deine Zeit ist abgelaufen, Hirnchenmon. Yeah! Aufhören! Oder wir sagen Mom, dass sie Tiere quälen. Ja, sie wird die Polizei rufen. Was denn? Ich hab doch nur... Ich wollte nicht wirklich... Habt ihr nicht gesagt, ihr mögt Rollenspiele? Wildes Eichhörnchen ergreift die Flucht. Sie sollten sich schämen. Die beiden sind spitze. Lass es uns Teddy nennen. Okay. Lasst uns das einfach vergessen, ja? Die Taube meldet sich auch zu Wort, oder Möwe, oder was auch immer das darstellen soll. Das Spiel ist echt süß gemacht, das gefällt mir. Das ist richtig schön. Das ist echt cool. Ich habe bisher auch noch keinen Charakter, den ich wirklich gar nicht leiden kann. Also abgesehen von Dr. Watts, der ist jetzt nicht so sympathisch, aber naja. Und damit sind wir am Leuchtturm, den wir schon ganz am Anfang gesehen haben. Jetzt sind wir direkt bei ihm und es scheint ein Grabstein zu stehen. Ist das vielleicht von Johnnys Frau der Grabstein? Von River? Schauen wir doch mal. In Gedenken an River E. Wiles. Genau. Wie ich es mir dachte. River Wiles. War sie Johns Ehefrau? Keine Ahnung. Kommen Sie, der Leuchtturm ist gleich da vorne. Okay. Armer Johnny. An der Stelle, ich weiß nicht, ob es so genau passt vom Inhalt her, aber also ob es hier jetzt genau passen würde, aber ich muss bei dem Spiel die ganze Zeit an einen Film denken von Nightwish. Nightwish, für die, die es nicht kennen, ist eine finnische Metalband. Und der Komponist und das Mastermind sozusagen von Nightwish, Tuomas Holopainen, der hat passend zum letzten Album einen Film auf die Beine gestellt. Beziehungsweise er hat schon von Anfang an, also es ist nicht so, dass er das Album geschrieben hat und dann gesagt hat, machen wir mal einen Film, wo wir einfach die Musik reinpacken. Sondern es war von Anfang an als Gesamtkomposition geplant. Imaginarium heißt er. Und den habe ich mir zur Premiere im Kino angeschaut. In dem Film geht es auch um einen alten Mann, der kurz vor seinem Tod ist und dort im Film taucht man in seine Gedankenwelt ein und dort hat man immer wieder so einen schönen harten Kontrast zwischen der fantasiereichen Gedankenwelt des alten Mannes, der in seinen eigenen Gedanken als Kind auftaucht und gleichzeitig aber der harten Realität, die als richtig heftiger Kontrast dazu hingesetzt wird. Und in dieser Realität streiten sich eine alte Freundin dieses alten Mannes und seine Tochter immer wieder über ihn und über seine Verfehlungen in seinem Leben, weil die Tochter quasi immer von ihm vernachlässigt wurde, findet sie zumindest, und sich nie geliebt gefühlt hat und ihn deswegen hasst eigentlich. Seine Frau ist auch schon längst tot, deswegen die Parallelen sind so irgendwie sehr schön so zu erkennen und deswegen passt das hier, denke ich, ganz gut rein. Wenn ihr den mal sehen wollt, also beziehungsweise wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt, lohnt sich wirklich, den gibt's auf DVD zu kaufen und hat mir wirklich gut gefallen, der war schon ziemlich berührend gewesen. So, gehen wir aber mal weiter. Hinauf die Treppen, ich bin gespannt, was es oben gibt. Mehr Hasen natürlich. Da sind sie. Okay, Hasen über Hasen.
Hier kann sie durchgehen jetzt auch mal, das ist schön. Das hat wohl seit Jahren niemand mehr eingeschaltet. Okay, die anderen Hasen können wir auch gar nicht... Wir haben doch drüben... bei den Bildern war doch eine... da war doch die Frau gewesen, die etwas Blaues und Gelbes hält. Kann es sein, dass das dieser Hase ist? Hier sieht man es auch, er ist Origami, genau. Ein mehrfarbiger Papierhase. Das wird bestimmt das sein, der wird bestimmt irgendeine Bedeutung für die Frau gehabt haben. Und das heißt, diese Hasen wurden nicht erst gemacht, nachdem River gestorben ist, sondern die müssen schon vorher gemacht worden sein. Vielleicht auch gar nicht von Johnny. Wenn der ein Handwerker war, da wird er ja bestimmt eher so gröbere Arbeiten gemacht haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der sich hinsetzt und Papierhasen faltet. Sieht mir mehr nach so einer Frauenarbeit aus. Vielleicht hat River die selbst gemacht. Hey, der war noch nicht hier, als wir letzte Woche hier waren. Oh ja, Johnny muss noch mal hier gewesen sein, bevor er wieder krank wurde. Hier ist wirklich nur einer mit zwei Farben, oder? So wie sie aussehen, müssen diese Dinger ziemlich schwierig zu falten sein. Ein seltsames Hobby. Obwohl... Oh, mein Handy. Es ist Watts. Ist alles vorbereitet? Gut, ich bin gleich da. Warum haben Sie so einen gruseligen Klingelton? Klingelton, naja. Damit es die Monster mit der Angst kriegen. Kommt, wir gehen zurück zum Haus. Papierhase erhalten, schickt, stecken wir eins einfach mit ein. Und damit zurück ins Zimmer bei Johnny. Nehme ich mal so an. Ja, genau. Okay. Jetzt haben sie ihm aber eine seltsame Maske aufgesetzt. Sag mal, warum kommst du nicht noch ein bisschen später? Ist ja nicht so, als ob uns der Kunde wegsterben könnte oder so. Ich muss da noch was erledigen. Ich muss auch was erledigen, unseren Job nämlich. Jetzt komm mal von deinem hohen Ross, ich bin einmal zu spät und du ziehst dich gleich daran hoch. Sag mir wenigstens, dass wir stadtklar sind. Natürlich sind wir das. Ich verstehe mein Handwerk. Halt die Klappe, du Pimpf. Dein Helm ist auf der Couch. Hopp, hopp. Okay, hin zur Couch. Vielleicht können wir noch was besprechen. Übrigens, entschuldigen Sie meine Neugier. Wie funktioniert das? Schreiben Sie ihm einfach ein neues Leben? So wie man einen Roman schreibt? Ach komm, erklären wir mal fix. Das würde mich auch interessieren. Nein, man kann neue Erinnerungen nicht einfach aus dem Nichts erschaffen. Und wie machen Sie es dann? Nicht wir. Das meiste erledigt die Maschine. Natürlich, wir werden nicht gut genug bezahlt, um uns selbst die Hände schmutzig zu machen. Kurz gefasst, unser Job ist es, so tief wie möglich in seine frühesten Erinnerungen vorzudringen. Dort angekommen, werden wir dann sein registriertes Verlangen nach einem Flug zum Mond auf die Rekonstruktion seiner Umgebung und seines Selbst in diesem frühen Zustand übertragen. Und mit der Hilfe eines Wikis allgemeiner und persönlicher Daten simuliert die Maschine dann eine Wiederholung. Eines Wikis, wirklich? Nur wird ihm diesmal die Motivation aus seinem registrierten Verlangen sein ganzes Leben begleiten. Also hängt alles davon ab, dass er sich seinen Wunsch selbst erfüllt, einfach weil er das Verlangen danach hat. Wie soll das gehen? Wir streben doch alle nach irgendetwas im Leben, aber kaum jemand erreicht sein Ziel. Nun, in der realen Welt sind Wünsche und Ambitionen in ständigem Fluss. Sie entstehen und vergehen. Die Leidenschaft führt die Menschen auf ihren Weg. Aber dann kommt ihnen das erste Feuer abhanden und sie werden träge. Stellen Sie sich vor, diese erste brennende Leidenschaft wäre immer bei Ihnen, Ihr ganzes Leben lang, ohne nachzulassen. Es mag nicht so scheinen, aber das hat eine gewaltige Kraft. Finde ich schön. Wo wir davon sprechen, keine Kraft der Welt wird einem toten Mann helfen können. Ich fange also besser an. Oh, natürlich. Entschuldigung. Finde ich wirklich schön, die ganze Idee. Also das ist wirklich süß gemacht. Und ich glaube auch, wenn man wirklich sein ganzes Leben lang einen Traum verfolgt, dass man dann diesen Traum sich wahrmachen kann. Also wenn man einen Traum hat und sein ganzes Leben lang mit einer unglaublichen Intensität dahinterher ist und nicht nachlässt dabei, und nicht zurücksteckt und diesem Traum auch teilweise manchmal ein paar Sachen und ein paar Bequemlichkeiten unterordnet, dann kann man das alles schaffen. Ich meine,
alle Leute, die jetzt in irgendwelchen Führungspositionen sind, die sind auch mal Kinder gewesen, die sind auch mal Schüler gewesen und die waren auch mal nichts und haben sich das alles erarbeitet. Und man, also wer glaubt, dass das wirklich nur mit Glück zu tun hat, der ist da schon auf einem Irrweg. Also es hat sehr, sehr viel alles mit harter Arbeit zu tun, wenn man Erfolg hat. Und da muss man auch ab und zu mal ein bisschen zurückstecken können mit seinen Bequemlichkeiten. So, nochmal mit dem Doktor schauen. Nur zu. Ich werde seine Werte während der Prozedur überwachen. Sehr gut. So, mit Watson aus? Glaube nicht, ne? Dein Helm ist auf der Couch. Jetzt setz ihn schon auf. Okay, geht schon los, Watts. Alles in Ordnung. Und initiieren. Bereit oder nicht? Wir starten durch. Bis zur Unendlichkeit. Und noch viel weiter.